der erste Teil dieses Vorbereitungstags. Am Morgen hat in der HWZ selber stattgefunden. In diesem Vorbereitungstag geht es im Prinzip um drei Sachen. Erstens geht es darum, dass die Studierenden ihr eigenes Team formen können, das ja ausgelost wird auf eine ganz spezielle Art und Weise. Wir machen das immer mit farbigen Sugus. Die gründen ja quasi eine Kommunikationsagentur, gründen, wo sie eine Aufbauorganisation definieren, sie müssen eine Ablauforganisation definieren, sie müssen sich ein Leitbild geben. Also für mich war jetzt von Anfang an die Teamdynamik eigentlich rum. Wir haben herausgefunden, wer was gerne macht, wer sich wo immer sieht. Wir haben auch die Rollen schon schön verteilen. Am Nachmittag sind wir im Stöckli-Shop Balzberg in der Nähe vom Zürcher Flughafen. Dort geht es darum, dass der Leiter Marketing und Kommunikation von Stöckli uns das Unternehmen vorstellt, alle Produkte vorstellt und so die Herausforderungen, die die Marke hat, in Marketing und Kommunikation näher bringt. Ich erwarte mir, dadurch, dass die alle noch schon berufstätig sind, einen grossen Realitätsbezug, also praxisnah und nicht nur analytisch, sondern auch wirklich brauchbare und einsetzbare Massnahmen. Am Tag 1, am Morgen um 10 Uhr, kommen Sie den Auftrag über. Dann gehen Sie sich sofort zurückziehen in den Arbeitsraum, weil jedes Team ja in einem Arbeitsraum dann arbeitet. Und dann arbeiten Sie eigentlich den ganzen Tag intensiv an dem. Und es geht jetzt darum, dass Stöckli für die Winterkampagne 2018-19 eine sogenannte Long-Term-ID sucht, also eine Idee, um sich über Kommunikation zu profilieren, die über mehrere Jahre nachher könnte heben und nachher dann eine Kampagne erwartet, wo es vor allem darum geht, natürlich um die kreative Umsetzung. Sensationeller Case, ist ein super cooler Kunde. Wir haben keine Schranken, die uns gesetzt werden. Wir können uns total kreativ ausleben, unsere Ideen einbringen. Der Tag 2 ist ein entscheidender Tag, weil gestern war noch so ein bisschen Warm-up. Da hat man auch noch Abzweigungen nehmen können, man hat auch noch so ein bisschen aufstarten, man hat auch noch einigermaßen zu christlicher Zeit ins Bett gehen können, noch mal ein bisschen einen Mützenschlaf vollbeziehen. Und heute ist es jetzt tatsächlich rein eigentlich von der zeitlichen Planung her so, dass man sich entscheiden muss, welche Long-Term-ID präsentieren wir jetzt tatsächlich, welche Kampagne entwickeln wir. Es ist halt wie die Berge, kann man schon fast sagen. Es hat einen Gipfel und dann läuft es immer gut. Und dann ist man plötzlich wieder ein Tal unten, hoch und tief. Und jetzt befinden wir uns gerade wieder eher ein bisschen mehr tief. Wir haben zwar eigentlich ein längeres Hoch gehabt, aber wir haben sicher schönes Wetter und gleich wieder. Also was jetzt nachher noch passiert, ist ein kurzes Team-Event, um den Kopf zu lüften. Dass wir natürlich auch drin liegen. Und dann, ja, dann müssen wir nochmal dran und arbeiten, so, dass wir morgen dann up to date sind und morgen können loslegen, wann müssen wir es dann drucken, wann müssen wir es abschließen. Also, so dass wir dann mit einem guten Gefühl ins Bett kommen, das wird sicher sehr spät. Tag 3 ist es so, dass ja tatsächlich der Abgabetermin 22.00 immer näher rückt. Es ist fast immer so, dass die meisten Teams das ein bisschen unterschätzen. Dass sie das Gefühl haben, ja, es geht jetzt irgendwie noch 6 Stunden und dann noch 4 Stunden. Und weil sie ja die ganze Produktion auch noch selber machen, das heisst ausdrucken, das heisst binden, ist es meistens so, dass fast alle ganz am Schluss noch mal richtig in Stress kommen. Ja, wir haben noch 3 Stunden Zeit bis zur Abgabe. Die Zeit ist sehr, sehr knapp und wir haben das Gefühl, es fehlt einfach noch so die Struktur und wir müssen noch layouten. Und einfach natürlich Korrekturen, Feinschliff und ja, dann müssen wir rechtzeitig anfangen zu drucken. Tag 4 fängt am 8. Uhr an mit der Präsentation vom ersten Team. Dann geht immer eine halbe Stunde Präsentation, eine Viertelstunde Pause, wo wir uns zurückziehen zu einer kleinen Bewertung und dann kommen die nächsten.
Ich habe wirklich nicht gewusst, was mir erwartet wird. Ich hatte aber eine Erwartung, was ich will. Und ich habe ja gesagt, Stöckli will überall, wo sie unterwegs sind, Worldclass sein oder Worldclass agieren. Und was ich heute Morgen erlebt habe, war unter diesen Rahmenbedingungen definitiv Worldclass gewesen.